Die Neusporterfahrung ist ein Förderprojekt der Deutschen Telekom in Zusammenarbeit mit der Sepp Herberger Stiftung und dem Deutschen Behindertensportverband. Ziel des Projektes ist es halt eben, Kinder darauf zu sensibilisieren, im Umgang mit Menschen mit Behinderung Berührungsängste zu bauen und eben den Teamgeist zu fördern. Ich bin der Hassan, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus Köln und bin seit 2007 aktiv in der Blindfußballszene und spiele seit 2007 Blindfußball, aktuell bei der Nationalmannschaft und bei der Blindfußballabteilung von Schalke. Ich bin Julia, 34, bin die Übungsleiterin bei der neuen Sporterfahrung. Als erstes bekommen die Kids von uns einen Kopfschutz, wie es auch im normalen Blindenfußball benutzt wird, und eine verdunkelte Brille, die etwas anders aussieht als im Original, aber auch die Blindenfußballer tragen so eine Brille. In der Trainingseinheit machen wir verschiedene Übungen, die zum einen dazu dienen, um die Orientierung zu schulen, aber zum anderen auch natürlich ein Ballgefühl zu bekommen. Die Übung Blindinformation soll den Kindern einen Eindruck geben, wie es ist, sich zu orientieren, während man nichts sieht. Und vor allem geht es dabei um das Raumgefühl. Wenn das dann hinter uns liegt, gehen wir über in das Dribbeln, weil der Ball ist natürlich auch anders als im normalen Fußball. Er ist härter, er macht Geräusche und so muss ich meine Technik halt auch anpassen. Die Torschussübung ist eine Vertrauensübung, weil die Kinder laufen dann das erste Mal eben frei aufs Tor zu, müssen dann die Übung mit einem Torschuss abschließen, ohne dabei jemanden bei sich zu haben. Später werden wir dann natürlich auch noch, was den Kids am meisten Spaß macht, eine Spielformation oder Variation ausprobieren, um auch ein richtiges Gefühl für das Spiel zu bekommen und auch zu sehen, wie funktioniert das überhaupt, wenn ich gar nichts sehe und dann aber Blindenfußball spiele. Und falls du mich und den Blindenfußball kennenlernen möchtest, schau unter neuesporterfahrung.de und dann sehen wir uns auf dem Fußballplatz wieder.